Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings hier auf Spitzen im Sitzen mit mir, dem Lukas, als Graf Siegmund von Marburg. Inzwischen auch verheiratet und kurz vor einem Krieg. Und wie das jetzt ausgehen wird oder weitergehen wird, sehen wir uns doch jetzt mal direkt an. Ab ins Spiel. So, Krieg. Dieser kleine Tipp hier gibt schon die richtige Richtung vor. Und wir sind im Spiel. Nur mal kurz checken. Wenig Ritter. Ja, das könnte... Nee, gerade kein Geld. Wenn wir die Truppen ausgehoben haben... Jep. Nee, das wird nichts. Wir machen das wie folgt. Wir erklären den Krieg und setzen einfach alles, also wirklich komplett alles auf den Verbündeten, der ja hoffentlich gerade nichts anderes zu tun hat. Sieht gut aus. Grafschaft von Nassau, bitteschön. Und bevor ich jetzt irgendwas machen kann, brauche ich ihn. Ups, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich schon. So, in den Krieg rufen für 75, denn alleine wird das hier eine Katastrophe. Wir heben trotzdem schon mal die Leute aus. Ja, die kommen jetzt. Ja, deswegen ab nach hinten. Er ist dabei. Hoppla. Gehen wir einfach bei ihm rein. Ja, guck mal, da kommt er schon. Und jetzt lassen wir ihn das Ganze machen. Ulderit beeinflusst. Sind wir denn schon im Positiven? Nee, minus 4. Aber diesmal wird's. Petition brauche ich jetzt gerade nicht. Und unser Grafenfreund rennt mit uns nach Nassau. Ups, was ist hier? Upsala. Das kommt jetzt aus dem Nichts. Umtriebige Perversionen. Als ich mich für die Nacht in meine Gemächer zurückziehe, stolpere ich in meinem Allerheiligsten über einen meiner Gäste, Munja. Wie ist sie hergekommen? Hereinkommen. Es ist nicht das, wonach es aussieht, mein Fürst, behauptet sie. Der Umstand, dass sie halbnackt, das Spiel deutet er an, ganz nackt, und gerade dabei ist, sich körperlich mit einem unschuldigen Gegenstand aus meinem Besitz zu vergnügen, verrät mir allerdings, dass das hier aber ganz genau das ist, wonach es auch wieder, hoppla Leute, ja, soll es auch geben. Was, aber schafft euch aus meinem Reich, sie ist pervers, das erfahre ich, und sie verlässt den Hof. Wie konntet ihr nur? In den Kerker mit euch. Ich erhalte 250 Dingens. Frömmigkeit. Sie mag mich dann halt weniger. Okay. Das wird noch nicht noch einmal vorkommen und sie kann wieder gehen. Ich erhalte das Geheimnis, aber passiert auch nichts. Sie mag mich dann mehr. Und jetzt wird es interessant. Mir war nie klar, dass man auch sowas machen kann. Ne? Verlockend. Ihr erhaltet ein Geheimnis. Ich muss schon sagen, ich hätte da sehr Bock drauf. Die Sache ist die als Glaubenskrieger, ne? Von rechtschaffenem Eifer erfüllt wird Siegmund nicht eher ruhen, bis alle Heiden bezwungen sind. Das heißt jetzt aber nicht, dass Siegmund selbst so krass. Ja, doch, eigentlich schon. Ein Glaubenskrieger ist man ja eigentlich nur, wenn man so ein spinnerter Fanatiker ist. Also eigentlich das. Aber ich finde die jetzt auch schon witzig. Kann die irgendwas? Die ist witzig. Was ist denn die? Warum ist die nackt? Ist einfach gerade so, weil das macht jetzt gerade im Moment. 28, 49, so eine. Uff. Ja, Leute. Ich sehe jetzt nicht so, dass ich die Frömmigkeit krass brauche. Ich stelle mir das gerade so vor. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was so ein Graf im Mittelalter, so ein Standardgraf, ritterlich, kommst in dein Gemach rein und dann reibt sich da irgendeine Frau an irgendwelchen Gegenständen, die du nicht kennst. Ich meine, was macht die hier überhaupt? Nee, ich werde jetzt zornig. Gehen wir mal davon aus, dass der dich jetzt einfach nicht so geil findet. Ich fände es zwar sau witzig, ihn zu einem Perversen zu machen. Aber jetzt sagen wir, der ist einfach nicht sein Ding gerade. Er hat andere Dinge im Kopf. Er ist auch gerade frisch verheiratet. Hast nicht gesehen. Jetzt schafft dich aus meinem Reich. Schreit er sie an. Und dann jagte sie so
nackert, wie sie ist, durch das Schloss, raus bis vor die Türe. Agnese. wir haben gerade irgendwas gewonnen, die Schlacht. Ich möchte wetten, dass es nicht mein Verdienst war. War ich denn dabei wenigstens? Nee. Wo bin ich denn gerade? Ich bin wirklich gerade im... Befindet sich in Marburg. Macht hier einen chilligen. Geil. So viel zum Thema Ritterlichkeit. Aber das ist jetzt auch schon zu spät. Mal der Vollständigkeit halber bin ich jetzt mal da. Und wer bist du? Du bist ein Gast und du könntest Arzt werden. Ach so, er ist ein Riesen. Schau ihn an. Kann ich auch einfach betören? Könnte ich. Nee, machen wir jetzt aber nicht. Okay, ach so, das haben wir noch. Hof machen, witzig. Oder Ritter-Effektivität. Was macht er jetzt? Geld wird gespart. Das läuft alles vor sich hin. Oh, hier ist eigentlich inzwischen 6 Ritter. Nee, nicht bewegen. Gott, ihr seid so dumm. Was passiert, wenn man das nicht selbst macht? Gemahlin inspiziert Rekrutierung. Jürgen von Nassau erschlagen. Hoppla. So, pass mal auf. Und weil wir das jetzt nicht nochmal machen wollen, wir bleiben einfach stehen. Gucken wir uns das nochmal an. Oh, die haben halt mehr verloren. Und Jürgen. Jürgen von Nassau ist gestorben. Der arme Kerl. Hier kämpfen wir wieder. Das finde ich ganz cool. Wir haben jetzt hier Aufgebotsgröße vergrößert. Und Herzog Ordulf. Und Angria. Gegen... Irgendeine Grafschaft. Okay. Aber jetzt auch nicht so wichtig. Schlacht von Siegen. Gewonnen. Mal wieder. Ne, ich glaube, jetzt haben wir sie komplett besiegt. Bin ich jetzt eigentlich dabei? Nee. Ich führe die Armee an, aber ich... Bin ich jetzt dumm? Nee. Das ist aber nichts. Mich braucht man gerade nicht. Beeinflussen Komplimente. Mein Suffraganbischof Ulderit soll empfänglicher für meine Versuche werden, mich ihm anzunähern. Hierzu kann ich meinem nächsten Sendschreiben an seinen Hof ein Kompliment beifügen. Ich kann darauf achten, dass ich seine, was? Ich werde darauf achten, seine Loyalität und sein Ehrgefühl zu loben. Ja, ich weiß nicht, ob das ist. Großen Ambitionen? Nee. Muskelkraft. Ich weiß es ja nicht. Kurz und professionell halten. Der ist auch schon alt, ne? Ich wollte euch das erste nehmen. War mir ein Quell der Freude. Guck mal, hat funktioniert. Ausgezeichnet. Das heißt, er mag mich jetzt. Ja. Immer noch wenig Ritter. Das kann ich ausblenden. Und hier wird halt belagert. Guck mal hier. Da ist der Graf von Nassau, Graf von... Alle den gleichen Löwen hier, ne? Nur ich habe ein bisschen anderen. Ulderit beeinflusst. Sehr gut. Jetzt könnte ich mal gucken, brauche ich noch irgendjemanden? Der findet mich auch noch nicht ganz so geil. Machen wir mal. Das war auch schon wieder ein grandioser Sieg. Feindlicher Befehlshaber Karlmann. Niedriger Geburt. Ketzerei. Lolladen in Kent. Das interessiert mich schon mal gar nicht, aber es ist auf jeden Fall ein monströses Zerrbild unseres Glaubens. Das Lolladentum. Rein theoretisch müsste ich ja extra dahin fahren, nur um das Lolladentum auszurotten. So als Glaubenskrieger. Du, kann ich dich angreifen? Ich habe keinen Kriegsgrund. Achso, okay, den König Wilhelm. Und wieder, die kommen immer wieder, ne? Die kommen, so, jetzt. Haben wir es aber auch gleich. Sehr schön. Wertvolle Geisel gefangen genommen. Die werden, glaube ich, freigelassen jetzt, ne? Ah, ich kann sie... Nee, das war der andere. Ha, ich habe die gar nicht. Ja, sehr schade. Na, wir machen jetzt einfach das hier. So ist es. Alles auflösen und damit haben wir eine zweite Grafschaft. Das ist schon mal ganz gut. Fraktion gegen Kaiser Heinrich geschaffen. Polabisch, slowianskanische Populisten. Das interessiert uns schon mal gar nicht. Erhöhtes Aufkommen, gut.
alternativer Lesestoff. In einer staubigen Ecke der Bibliothek, was mache ich denn da, finde ich einen Folianten in Leder gebunden und mit seltsamen Symbolen verziert, der teilweise hinter anderen Büchern versteckt ist. Er ist alt, wurde aber offenbar noch vor kurzem verwendet. Als ich in ihm blättere, fällt mir schon bald auf, dass es in ihm um ungewöhnliches Wissen geht. Interessant, dafür, dass ich ein Glaubenskrieger bin, werde ich gerade mit sehr, sehr vielen unorthodoxen Gedanken konfrontiert. Konzentrierter Leser, Bildung, ich hoffe. Spannend, ich schaue mich um, bevor ich mich setze und darin lese. Ich hoffe, dass die Person, die nicht den Lesen mich sieht. Ketzerei, ich übergebe das Buch dem Priester. Nee, ich bin jetzt, oder? Bin ich neugierig? Ja. Mal gucken. Gibt's noch irgendwas, was wir hier... Frankfurt, hat die irgendwas? Pass mal auf. Frankfurt gehört... Ah, nee, das gehört dem Kaiser, ne? Und Kassel ist... Oh, das ist mächtig. Er hat Verbündete, einen Herzog. Kassel kriege ich so schnell nicht. Markwart beeinflusst, das ist gut. Dann hätte ich jetzt gerne mal... meine Frau in Liebes... Nur 20, 40%. Okay, erstmal Liebesdinge, Verführung der eigenen Frau. Und dann... Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sich Frankfurt holt, weil Frankfurt gehört zum anderen Herzogtum. Nämlich Westfranken. Das ist dann eine ganz fiese Nachfolgeregelung, weil solange man keinen... Also, das ist aber Zukunft. Zukunftsmusik, darum kümmere ich mich jetzt nicht. Wir machen mal das Liebesdinge-Zeug schnell rein, damit das mit der Frau etwas erfolgreicher wird vielleicht. Oder auch nicht. Und... gefangen haben wir keine. Über Umwege. Mir kam zu Ohren, dass Gräfin Adelheid und ihre Freundin sich sehr nahe stehen. Wenn ich mich mit Ursula gut stelle, könnte mir das bei Adelheid weiterhelfen, das ist korrekt. Ich werde Ursula beschaffen, was immer sie will. Schwaches Druckmittel gegen mich. Ich bezahle einfach ihre Schulden. 50. Oder verschreibt man nicht. Nee, komm, die darf mal gucken, ob die daraus was. Die kann auch damit nichts machen, oder? Als wir uns das nächste Mal sehen, lächelt Adelheid mich breiter an als sonst. Meine Freundin Ursula hat mir berichtet, dass ihr ihr geholfen habt. Ich wollte euch dafür danken. Ach so, das ist jetzt die Reaktion darauf. Okay. In Diensten von Gehörnte Gott. Bitte was? Der Gehörnte Gott ist, glaube ich, nicht gut. Als ich die Augen in der Finsternis aufschlage, bin ich sofort von einem unheilverheißenden Gefühl überwältigt. Beobachtet mich jemand? Seid ihr bereit, die Wahrheit zu empfangen, Siegmund? Diese Stimme würde ich überall wiederkennen. Das muss mein Höfling Sehilda sein. Warum? Okay. Der Gehörnte Gott bietet euch einen Segen an. Öffnet ihr euch ihm? Klar, dass die ein Albino ist, aber auch eine Hexe. Eine gelehrte graue Eminenz. Eigenwillig, sadistisch, ehrgeizig. Au, die ist gefährlich. Die ist gefährlich aus Grünberg. Eine Hexe. Also vermutlich eine Hexe. Aber von ganzem Herzen, ja, ich erhalte ein Geheimnis. Ich werde eine Hexe. Und ich erfahre, dass sie eine Hexe ist. Ich verliere Frömmigkeit. Guck mal, weil ich ehrgeizig bin, ist es für mich anspannend, wenn ich sie jetzt wegschicke. Ja, das ist eigentlich schon geil. Ehrgeizig. Warum? Weil man glaubt, dass wenn man mit diesem Segen des Gehörnten Gottes irgendwie ein bisschen krasser wird. Aber nee. Schafft euch fort, Dämonenbrut. So, machen wir es, wie es ist. Die ist jetzt weg. Die ist jetzt abgehauen, oder wie? Weitergezogen. Nee, da ist sie doch. Sie mag mich jetzt nicht. Ich kann die nicht einkerkern. Ja, von wegen, die Welt wird davon erfahren. Keine Sau weiß Bescheid. Ich hab's auch nicht gesagt, oder wie? Ich hab's nicht erfahren, wahrscheinlich.
Na gut, kann ich sie trotzdem loswerden? 150. Jetzt habe ich noch eine komische Hexe. Ich habe keine freie Verfügung darüber. Ich fühle mich ein bisschen eingeschränkt in meiner eigenen Grafschaft. Eine Lesung in Marburg. Die Feierlichkeiten fanden langsam ihr Ende und die für den Abend vorgesehene Unterhaltung schien vorbei, als Gräfin Adelheid eine Lesung vorschlug. Bald schon ist ein Schreiber zur Stelle, der fragt, was die Gäste denn gerne hören würden. Ich erkenne meine Gelegenheit, Adelheid zu beeindrucken. Adelheid, du bist nachsichtig, treuherzig, gesellig, so diplomatisch, verwalterisch, mehr noch als... Also, etwas Unterhaltsames, glaube ich. Nicht Bildung, nicht Frommels. Doch, Unterhaltsames. Östlich des Indus. Der Schreiber hört gar nicht mehr aufzulesen und die Aufmerksamkeit von Adelheid schwindet sichtlich. Während ich überlege, wie ich die Situation retten kann, meldet sich mein Ratsmarschall Marquardt plötzlich zu Wort und fragt, dürfte ich in aller Bescheidenheit ein anderes Buch vorschlagen? Trotula vielleicht? Die Augen von Adelheid glänzen schlagartig mit neuem Interesse. Ja, schade. Marquardt hat mich zwar gerettet, aber das Komplott dauert jetzt ein bisschen länger. Ah, sie ist eh schon schwanger. Perfekt. So, was haben wir jetzt hier? Frankfurt, Mainz, Erbach, Fulda und Kassel gehören noch zu Hessen. Beides erstmal nicht erreichbar. Es sei denn, Graf Siegmund von Marburg sagt Grüße, Graf Siegmund, Ratsverwalter, Bürgermeister Wilhelm, von euch hat es gewagt, jemanden zu einer fleischlichen Sünde zu verleiten, das Opfer mein Bruder Cajetan. Bitte was? Bitte was? Ich verlange eine Satisfaktion. Herzog Kaspar von Lutitia. Da oben. Gehört ihr zum Reich? Ne. Das gehört gerade gerückt? Nö. Wilhelm wird öffentlich um Vergebung bitten? Nö. Bürgermeister, das hast du gut gemacht. Das sind irgendwelche Plünderer auf eurem Territorium. Das stimmt nicht ganz. Die sind nämlich irgendwo da oben. Glaube ich. Ja, bei mir ist nämlich nichts. Tom. Jetzt müssen wir hier drauf warten. Kostet ja auch wieder Geld. Kriegsvolkregimenter. Wo kämpfen wir denn hier so? Das ist Ebenen. Ebenen. Das ist alles Ebenen. Wer ist denn gut auf Ebene? Oh, jetzt will der meine Bauernaufstand. Pass mal auf, das, ihr seid Krieg beigetreten. Das machen wir, tatsächlich mit. Einfach, weil ich jetzt nett sein möchte. Ihr kämpft im Wald, in der Taiga und im Dschungel. Die gehen mal in Ebenen, sind aber auch teuer. Hügel, Wald, Taiga und Berge. Ja, logischerweise die Reiterei, aber die ist halt teuer. Das machen wir nicht. Wo sind meine Leute? Da. Gut, dann... Warum hatten denn nur so wenig? Au, das geht. Ah, das gewinnt da. Ich komme trotzdem. Die Dienstboten wurden entlassen und unser Bett prächtig dekoriert. Als Gräfin Adelheid unsere Gemächer betritt, lächelt sie verschmitzt, bevor sie ohne Zögern zu mir kommt. Mit Hilfe von Händen, Mündern und Gliedmaßen bestätigen wir jene Hingabe, die wir vor uns vor den höchsten Mächten geschworen haben, wenn auch möglicherweise auf etwas fleischlichere Weise als beabsichtigt. Nee, wir machen sie zu einer Affäre. Ich würde sogar noch so weit gehen, um das immer richtig krass zu machen. Ich hätte sie gerne sogar als Seelenverwandte. Und wir haben einen Erben. Was gibt es hier so für schöne Namen? Udalrich, Simon, Peter, Abraham, Jordan, Jakob, Zaria, Markus, Joachim, Berthold, Ludwig. Ludwig von Marburg, Sigmund. Was können wir denn für einen Namen nehmen? Rudolf. Mögest du stark und weise werden, mein Sohn. Ich singe einfach eine Liebesballade. Ich habe eine klassische fränkische Liebesballade gefunden, die perfekt zu Adelheid passt.
Ich übe sie immer und immer wieder, alles muss stimmen. Ich sehe meinen Augenstern durch die Gärten von Marburg flanieren, umgeben von ihren Freunden. Mein Herz schlägt wie wild in meiner Brust, als ich vor ihr niederknie und zu singen beginne. Adelheid wird rot wie ein Granatapfel, aber sie unterbricht mich nicht. Ihre Gefährten sehen allesamt beeindruckt oder eifersüchtig aus, ein gutes Zeichen. Ihr habt eine wunderschöne Stimme, mein Fürst, sagt Adelheid, bevor sie von dannen eilt. Ihre Freunde folgen ihr im Nu und ich stehe da mit weichen Knien, während sie zwischen den Hecken verschwindet. Mein Herz pocht heftiger denn je. Sie wird schon bald meinem Charme erliegen. Naja, ich meine, ihr seid ja auch eh schon so in einer Affärenbeziehung. Komm, ich wollte mitmachen. Na gut, aber ich war da. Fürs Protokoll. Ich habe mitgemacht. Ich bin ein guter Verbündeter und Freund. Das warten wir jetzt ab. Und dann ist damit die Folge beendet. Und dann geht's weiter mit der nächsten Folge. Und dann eventuell sogar direkt, wie wir Frankfurt einnehmen. Und dann wird's spannend, wie es hier weitergeht. Ja, schon 32, ne? Der ist ja deutlich jünger als ich. Fürstin Adelheid, bitte sagt mir, wie ich euch meine Hingabe an euch beweisen kann. Adelheid grübelt kurz über die Bitte nach, bevor sich ihre Miene auffällt. In letzter Zeit quälen mich Albträume. Wenn ihr mir wahre Hingabe beweisen wollt, dann steht vor meiner Kammer Wache und sorgt dafür, dass mich nichts Böses erreicht. Ihr werdet ungestört schlafen. Das werde ich nicht tun. Was? Lasst mich die Nacht über ungestört, dann werde ich Wache stehen. Ach so, hier geht's darum, sie zu täuschen. Kleiner Malus, naja, komm, ich mach das. Ihr schafft es, wach zu bleiben und damit hat sich das Ganze verbessert. Und du darfst mir das Fürstbistum von Frankfurt geben. Und damit ist das jetzt erledigt. Ich kann hier jemanden den... Ach, die heißt auch Adelheid. Prinzessin Adelheid. Beliebter Name scheint mir. Ich möchte nur kurz gucken. Ritter. Das sollten wir vielleicht noch machen. Nächstes Mal einen Ritter. Und den... Wer ist denn hier gerade nicht bedient? Bürgermeister Gerhard. Ja, der ist sogar besser. Gut. Das haben wir jetzt noch. Damit sind alle soweit glücklich. Wir sind fertig für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.